Stuttgart zeigte die Artistengruppe Traber Spitzenleistungen der Hochseilakrobatik. Die Trabergruppe blickt auf eine lange artistische Tradition zurück. Schon vor 300 Jahren wird der Name Traber im Zusammenhang mit Akrobatik und Seiltanzen erwähnt. Kopfstand auf dem 36 Meter hohen Holzmast. Die junge Mutter treibt halsbrecherische Kunststücke, während ihre Tochter in aller Ruhe frühstückt. Und jetzt eine tollkühne Motorradfahrt auf dem Seil zum Rathausturm mit akrobatischen Einlagen unterwegs. Und nun rückwärts. Das Ganze ist kein Kameratrick, sondern eine artistische Glanzleistung von heute. In Frankfurt sah man an historischer Stätte die Camilla-Meyer-Truppe bei der Arbeit. Hier ein Ausschnitt aus dem vielseitigen Programm. Eine wandelnde Pyramide auf dem Hochseil oder 7 auf einen Streich.